Leute, und heute zeige ich euch, wie ihr ein P in 3D machen könnt. Und zwar macht ihr so viele Kästchen, wie ihr wollt, nach unten. Also ich mache jetzt einfach mal bis da. Und dann macht ihr erstmal nochmal so ein P. Sieht jetzt nicht so gut aus. Aber jetzt kommt das Coolste daran, also wie ihr das macht. Ihr macht dahin ein Strich und zwar zwei Kästchen. Dann macht ihr so hoch, wie das P ist, ein Strich. Und jetzt macht ihr so ein Strich nach da, ein Strich da. Ein Strich da und ein Strich. So. Ich glaube, das hier habe ich jetzt falsch gemacht. So, dann verbindet ihr das mit dem. Dem hier mit dem. Hier habe ich was vergessen. Dann macht ihr so. Und jetzt, ich habe es komplett falsch gemacht. Kann ich das nicht mehr oder was? Also. So, jetzt mache ich das aber besser. Ich hoffe mal, euch gefällt das, und wenn ja, dann lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. So. Boom. Boom. Ups. Boom. Boom. Und so war das jetzt, glaube ich. Und jetzt verbinden. Ich kann das nicht so gerade, ich mache das auch gerade nicht mit dem Lineal. So, verbinden, 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 verbinden. Und wenn ihr mehr von solchen 3D-Sachen haben wollt, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und vorhin habe ich ja auch schon ein M in 3D gemacht. Schreibt mal gerne, ob ich mal ein S machen soll. Oder ich zeige euch das jetzt mal. Also, ihr macht 4, ein Strich mit 4 Kästchen nach unten. Dann macht ihr, ups, hier nochmal. Also, ihr macht 4 Kästchen nach unten, zwei Kästchen freilassen, dann macht ihr das nochmal, sorry, und dann nochmal zwei Kästchen freilassen und noch, und jetzt lässt ihr zwei Kästchen unten frei, macht das alles nochmal, das ist komisch. Jetzt verbindet ihr das da damit, das damit. Jetzt verbindet ihr das hiermit. Dann macht ihr zwei Kästchen so diagonal. Das dann hierhin. Dann verbindet ihr es so. Also so sieht es bisher aus. Was sieht komisch aus? So, dann macht ihr jetzt zwei Kästchen hier. Zwei Kästchen nach da. Dann macht ihr hier auch noch zwei Kästchen. Hier zwei Kästchen.
jetzt wird es dann hier und jetzt verbinden und dann habt ihr schon ein S in 3D. Hier könnt ihr gerne auch nochmal machen, also zu Hause nachmachen und ja, damit ciao, ciao.